Boah, der Azubi hat's verbockt. Oder der Meier. Oder die Schmidt. Ich schmeiß sie alle raus. Jeder Fehler ist ein Geschenk und eine Einladung zum Lernen. Ganz ehrlich, Fehler nerven uns alle. Und im Umgang mit Fehlern muss es einen vernünftigen Mittelweg geben zwischen diesen beiden überspitzten Extremen. Ich denke, es ist mal an der Zeit, mal unaufgeregt über Fehler zu sprechen. In diesem Video gehe ich der Frage nach, was ist ein Fehler, wie kann man den vermeiden, was kann man wirklich lernen und was ist Hokuspokus von irgendwelchen Coaching-Typen. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Das Miteinander im Betrieb ist stark geprägt von der Haltung und der Erwartung eines jeden Einzelnen. Immer mit dabei der reiche Erfahrungsschatz jedes Mitarbeiters, der eine kritische Situation positiv oder negativ beeinflussen kann. Der Meister hat sein Handwerk gelernt, kennt seine Kunden und die Tücken mancher Materialien. Wenn der Auszubildende oder der Quereinsteiger nun einen Fehler macht, stellt sich als erstes die Frage, was ist eigentlich überhaupt ein Fehler? Haben Sie mal darüber nachgedacht, was ist eigentlich ein Fehler? Aus meiner Sicht sollte man zwei Sichtweisen auf einen Fehler unterscheiden. Den objektiven Schaden, der kann wirtschaftlich sein, also mit Geld in irgendeiner Weise bewertbar sein, zum Beispiel eine falsche Bestellung, die muss wieder zurückgegeben werden, gibt es dann vielleicht irgendwelche Gebühren drauf und Porto und ähnliches. Er kann aber auch wirtschaftlich unersetzlich sein, wie die Gesundheit unserer Mitmenschen. Die lässt sich eben mit Geld nicht immer wieder herstellen. Die zweite Sichtweise ist das emotionale Unverständnis für Fehler. Und diese Sichtweise ist im höchsten Maße subjektiv, also geprägt vom eigenen Können, dem Anspruch an sich und an andere, sowie dem Erfahrungsschatz, den man im Laufe von vielen Jahren in seinem Beruf aufgebaut hat. Gut, aber was ist jetzt ein Fehler? Objektiv ist ein Fehler die Abweichung von einem gewünschten Zustand. Will man diese Abweichung wieder in Ordnung bringen, kostet es Geld. Man muss nacharbeiten, man muss Dinge reparieren vielleicht, man muss vielleicht eine Behandlung durchführen. Manche Abweichungen kann man eben auch nicht mehr in Ordnung bringen, selbst mit allem Geld der Welt nicht, und zwar vor allem im Bereich der Gesundheit. Das ist also fast immer bei allen Arbeitsunfällen mit schlimmen Folgen so, dass es mit Geld nicht mehr regeln können. Jetzt ist der Sollzustand gesund und unverletzt, jedem unmittelbar einleuchten. Also keiner will eine Verletzung oder gar einen Todesfall als Folge eines Arbeitsunfalls. Ich glaube, das ist Konsens bei allen, dass wir das nicht wollen. Und trotzdem kenne ich viele Firmen, die Verletzungen mit einem Schulterzucken quittieren und meinen, Herr Schröder, wir sind Glaser, das passiert halt, da schneidet man sich halt einmal. Nein, das passiert halt nur, wenn Arbeitssicherheit eben nicht die erste Prio hat. Also auch Verletzungen, die jetzt nicht unmittelbar ganz schlimm sind, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn viele leichte Unfälle führen irgendwann zu schweren Unfällen und schwere Unfälle gehen irgendwann mal tödlich aus. Denken wir also nochmal über den Sollzustand nach. Ist der Sollzustand wirklich jedem klar? Oder ist nicht gerade diese Unklarheit über den Sollzustand der Auslöser eigentlich für viele Fehler? Wenn die Erwartungshaltung Ihrer Kunden für die Zusendung eines Angebots 5 Werktage ist, also nach 5 Tagen, wo man sich gemeldet gehabt hat und vielleicht auch was gemessen worden ist, möchte man sein Angebot haben, ist diese Erwartungshaltung auch an Ihre Vertriebsmitarbeiter kommuniziert worden? Oder wissen die eigentlich gar nichts davon? Dann herrscht über diesen Sollzustand Unklarheit. Versendet der Vertriebsmitarbeiter das Angebot erst nach 8 Werktagen, ist das ja aus den Augen des Vertriebsmitarbeiters erst einmal unproblematisch. Aus Ihren Augen ist es aber ein Fehler im Prozess, weil die Frist von 5 Werktagen überschritten worden ist. Für Ihren Vertriebsmitarbeiter hingegen, ja, er hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Also er kennt ja die Anforderungen von diesen 5 Werktagen eben nicht explizit. Und schon gibt es Ärger, der sich vermeiden lässt, weil Ihre Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung der Kunden und die des Vertriebsmitarbeiters eben nicht miteinander abgestimmt worden sind. Der erste Schritt zur Fehlervermeidung ist es also festzulegen, wie der Sollzustand sein soll. Also was muss ein Prozess leisten, was sind Vorgaben zum Beispiel für Durchlaufzeiten, welche Ausschussraten sind akzeptabel oder was auch immer. Aber auf jeden Fall eine Spezifikation festlegen, die auch beobachtbar und messbar ist, was eben tatsächlich erwartet wird. Was ist der Sollzustand? Wie soll es sein? Und wenn der beobachtete Sollzustand festgelegt ist, dann können Sie auch eine Abweichung beobachten. Und diese Abweichungen sind dann eben die Fehler. Also wenn der Ist-Zustand eben nicht zum Sollzustand passt und wir dazwischen eine Lücke haben, dann ist das quasi ein Fehler. In den Betrieben, in denen ich beim Thema Fehler immer wieder unterstützt habe, war der Sollzustand entweder überhaupt nicht festgelegt, hat sich keiner einfach darüber Gedanken gemacht,
oder er war festgelegt im Kopf vom Chef, aber auch nur dort drin und keiner wusste was davon. Es musste also explizit und jedem im Unternehmen klar gemacht werden, hey, der Sollzustand sind 0 Arbeitsunfälle. Oder hey, der Sollzustand sind korrekte Aufmaße ohne Messfehler. Oder hey, die Angebote sind nach 5 Werktagen beim Interessenten. Das nimmt schon viel von diesem ganzen emotionalen Unverständnis für Fehler raus. Das muss man doch wissen als, und jetzt setzen Sie ein, was Sie wollen, Geselle, Fachkraft, Ingenieur, Buchhalter, Malermeister, was auch immer. Das muss man doch wissen. Das ist eigentlich auch einer von diesen Erwartungshaltungen und dann wird es nicht kommuniziert und damit resultiert einfach immer dann dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Vorstellungen, wie etwas sein soll. Denn niemand kann ja in den Kopf des anderen wirklich reinschauen. Und wenn Sollzustände nicht definiert und vor allem kommuniziert sind, dann kann man sie eben nur erahnen, aber eben nicht wissen. Es gibt natürlich Sollzustände, die für alle gelten und die also unmittelbar klar sind. Mein Beispiel mit den Arbeitsunfällen. Das sind Sollzustände, die für einen bestimmten Arbeitsbereich für alle gelten. Es gibt aber auch Sollzustände, die nur für einen bestimmten Tätigkeitsbereich gelten, wie zum Beispiel die 5-Tagesfrist für Angebote im Bereich des Vertriebs. Jetzt weicht natürlich naturgemäß der Ist-Zustand vom Soll-Zustand ab. Es wird sich eben vermessen oder jemand quetscht sich den Daumen oder das angefragte Angebot liegt beim Meier auf dem Schreibtisch, der ist aber noch die nächsten 3 Wochen im Urlaub. Also wenn ich solche Abweichungen in der Firma sehe oder, und das ist eigentlich der schlimmere Fall, irgendwann mal aus Zufall vielleicht herausbekomme, dann muss ich mich eigentlich mit den klassischen Risikomanagement-Methoden bedienen, um die Fehler, sprich die Abweichungen von Ist zu Soll abzustellen. Und das beginnt eben mit der Risikoidentifikation, dass man sich eben überlegt, welche Risiken können eigentlich dann dahinter stecken. Und was kann eigentlich alles passieren, damit die Abweichung wirklich eintritt? Es schließt sich dann die Risikobewertung an, sprich man kann und will ich dieses Risiko wirklich für diesen Fehler eingehen und mündet in die Risikobehandlung, wie man korrekt mit dem Risiko entsprechend umgeht. Und dazu, dem Thema Risikobehandlungen, empfehle ich Ihnen diese Videos. Da gehe ich auf das Thema Risikomanagementmethoden Schritt für Schritt ein. Das ist also nicht das Teil von diesem Video, sondern schauen Sie da mal rein, weil das ist wirklich die Lösungsmöglichkeit, wie wir mit Fehlern wirklich umgehen. Wenn Sie Fehler als Risiken wirklich verstehen. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps zum Thema Fehler aus der betrieblichen Praxis. Erstens, wenn ein Fehler passiert ist, dann lässt sich, wenn man schnell handelt, noch einiges retten. Daher sollten Sie im Unternehmen nie die Frage stellen, wie konnte denn das passieren? Sondern stellen Sie immer die Frage, wie lange wissen Sie schon davon? Also Anschiss und Sanktionen sollte es nicht für die Fehler an sich geben, sondern Anschiss und Sanktionen sollte es immer für das Verschweigen, Wegsehen und unter den Teppich kehren geben. Man hat ja die natürliche Neigung dazu, wenn man eine reelle Chance sieht, dass man irgendwas vertuschen könnte, dass man es vielleicht, unter den Teppich kehrt. Das ist wie mit Kindern. Also wenn du mit dem Fußball die Scheibe durchgeschossen hast, dann sag sofort und warte nicht darauf, bis ein Schreiben von irgendeinem Rechtsanwalt kommt mit einer Schadensersatzforderung. Man kann dann wirklich deutlich mehr regeln, wenn man es eben gleich weiß und wenn man dann entschlossen handelt. Sie müssen es auch in Ihrem Unternehmen wirklich hinbekommen, dass über Fehler gesprochen wird und sie eben nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also keinen Anschiss für den Fehler an sich, aber deutliche Sanktionen dafür, wenn es verschwiegen und verschleppt wird. Zweiter Tipp. Gehen Sie niemals davon aus, dass irgendetwas klar, bekannt oder logisch ist. Ihre Erfahrung ist vermutlich eine völlig andere als die Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen. Die haben woanders ihre Ausbildung absolviert, benennen Dinge vielleicht anders oder hatten andere Standards und Vorgaben. Bestes Beispiel, was ich da immer ganz gerne nehme, die süddeutsche Bezeichnung für 6:45, für 6.15 Uhr bzw. 18.15 Uhr sorgt bei unseren norddeutschen Mitbürgern regelmäßig für Verwirrung. Vielleicht gibt es beim Aufmaß für bestimmte Gegebenheiten in Ihrer Belegschaft unterschiedliche Bezeichnungen oder die gleiche Bezeichnung für unterschiedliche Sachverhalte. Und einfach durch dieses kommunikative Wirrwarr entstehen auch immer ganz, ganz viele Fehler. Also wenn Sie damit aufräumen und Gleiches gleich benannt wird und Unterschiedliches unterschiedlich benannt wird, nehmen Sie ganz, ganz viel Fehlerpotenzial wirklich raus. Aber das kostet Mühe, darüber zu sprechen, wie jeder Dinge einfach bezeichnet und was er darunter wirklich versteht. Und nur wenn man darüber spricht und eben diese Standards festlegt, wird es auch wirklich jedem im Betrieb klar, was gemeint ist. Dritter Tipp. Versuchen Sie, alle denkbaren Fehler durch ein entsprechendes Design im Vorfeld auszuschließen. Verdrehsichere Stecker sind hier ein ganz bekanntes Beispiel. Im Lean-Management, was aus Japan stammt, nennt man sowas Okayoke. Auf Deutsch nennt man das gelingsicher, wenn man es freundlich ausdrückt.
oder etwas flapsig deppensicher. Der zentrale Punkt aus diesem Pukkajoke, aus diesem Gelingsicher ist aber, dass bereits durch das Design von bestimmten Dingen Fehler ausgeschlossen werden. Also man kann einen Kabelbaum zum Beispiel nicht falsch rum anschließen, weil die Stecker so designt worden sind, dass sie verdrehsicher sind, dass sie nur in einer Möglichkeit zusammengesteckt werden können. Das können aber auch zum Beispiel in der EDV-Workflow sein, aus denen man nicht wirklich ausbrechen kann. Das kann aber auch eine einfache Checkliste sein, die wirklich abgehakt wird, tatsächlich, ob ich eben nichts vergessen habe. Das können aber auch zum Beispiel Bediengriffe an Maschinen sein, die eine Verletzung der Hand ausschließen. Bei Holzspaltern funktioniert die Spaltfunktion eben nur, wenn Sie beide Hände an den Kontaktflächen am Griff haben. Die Kunst ist also, sich zu überlegen, wie man bereits per Design die Fehler in seinem Unternehmen ausschließen kann. Und wenn Sie dabei sowas Unterstützung brauchen, melden Sie sich bei mir, da kann ich mir dabei helfen, eben, dass wir uns überlegen, wie schauen robuste Vorgänge aus, die eben Fehler vermeiden. Mein Fazit aus vielen Jahren Prozessoptimierung und Fehlervermeidung ist wirklich, man muss über Fehler sprechen. Und wenn man nicht drüber spricht, sondern wenn die vertuscht werden oder unter den Teppich gekehrt werden, dann stellt sich auch dieses Lernen eben nicht ein. Und Fehler müssen also auch aktiv gemanagt werden. Also aussitzen, sich über Fehler, Mitarbeiter oder sonst irgendwas beschweren und hoffen, dass es irgendwann mal besser wird, bringt gar nichts. Und jemanden wie in so einer Eltern-Kind-Situation zu belehren, was er da alles falsch gemacht hat, das bringt auch nichts. Also Mitarbeiter für Fehler anschreien, bringt überhaupt gar nichts. Und sagen, das musst du aber doch so und so machen. Nein, das Arbeitsumfeld hat dafür gesorgt, dass dieser Fehler passiert ist. Also müssen wir an dieses Arbeitsumfeld ran, damit dieser Fehler eben nicht mehr passieren kann. Und Fehler zu managen ist wirklich mühsam, aber deutlich günstiger als die Folgekosten, die eben durch Fehler entstehen. Und beim Thema Gesundheit und Arbeitsunfälle gibt es aus meiner Sicht absolut Nulltoleranz. Das sollte man wirklich schauen, dass man wirklich massiv daran arbeitet, dass eben jeder gesund nach Hause kommt, zu seiner Familie, dran, dass es eben passt. Also definieren Sie Ihren Sollzustand, beobachten oder messen Sie den Ist-Zustand, managen Sie die Abweichungen mit den Methoden des Risikomanagements. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.